Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Ja, wir haben spannende Themen, Sie haben es im Vorfeld gesehen, spannende Themen, die wir mit einer kompetenten Gesprächspartnerin erörtern werden, wie ich weiß, sehr in die Tiefe gehend, mit Nicole Höst. Frau Höst weicht keiner Frage aus und wir versuchen das sachlich und auch manchmal mit dem nötigen Humor zu hinterlegen, wobei es uns heute schwerfallen wird, das zu tun, denn wir leben in einer, unsicheren Zeit, die Angst macht. Und ich darf Ihnen einen Spruch da vorlesen, den behalte ich schon seit langem bei mir. Die Freiheit endet, wo die Angst beginnt. Und viele Menschen haben jetzt Angst um die Zukunft. Und ja, wir wollen es verarbeiten und wir wollen analysieren. Und liebe Zuschauer, ich bitte Sie auch um eines, schauen Sie sich die Sendung ganz an. Wenn Sie jetzt nicht die Zeit haben, schauen Sie es abends an, teilen Sie diese Sendung und teilen Sie dieses Format und zum Schluss werden Sie etwas sehen, das sollte uns alle zum Nachdenken anregen, denn wir haben Verantwortung, Verantwortung für unsere Kinder und ich bitte Sie einfach bis zum Abspann, sich das anzuschauen. Und jetzt begrüßen Sie mit mir Frau Höst. Frau Höst, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Hallo Herr Weber, hallo liebe Zuschauer, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich schon drauf. Frau Höst, wir hatten gestern Weltfrauentag. Nun gibt es Menschen, die sagen, ein Penis ist per se kein männliches Geschlechtsteil. Der Tagesspiegel begrüßt Markus Ganzerer mit den Worten, was wünschen Sie sich zum 8. März, Frau Ganzerer? Man muss dazu sagen, Frau Ganzerer ist weder biologisch noch formaljuristisch noch meldetechnisch eine Frau. Ist dieser Weltfrauentag dann einer gewissen Verblendung unterlegen? Frage 1 und zeigt es auch, dass unsere Gesellschaft wohl derzeit keine anderen Sorgen hat? Also Sie haben da völlig recht. Frage 1 ganz klar, dieser Weltfrauentag, der einmal bedeutend war dafür, dass Frauen das Wahlrecht erlangt haben, dafür, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer erlangt haben. Und daran sollte das natürlich auch immer erinnern und an den Kampf, der bis dorthin geführt wurde, damit das endlich mal so ist. Dieser Tag gerät zu einer Farce. Anders kann man das ja nicht sagen, denn gerade dieses Beispiel Markus Ganserer, aka Tessa Ganserer, zeigt doch, dass hier Leute auf Neudeutsch gehypt werden, die nicht bereit dazu sind, außer ihrem Sprechakt, also man fühle sich dann als Frau, irgendwas an sich zu verändern oder nach den Personenstandsgesetzen, so wie sie im Moment ja sind, Veränderungen vornehmen zu lassen. Also wir reden von einem biologischen und juristischen Mann, der in der Taz und auch sonst überall als Frau betrachtet und geführt wird und angesprochen wird. Und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht all jener, die große Hoffnungen gesetzt haben in diese bunten Regierung, damit endlich mehr Akzeptanz, Toleranz gegenüber Menschen stattfindet, die tatsächlich aus ihrem innersten Drängen hin ihr Geschlecht haben ändern lassen nach reiflicher Überlegung und einfach nur normal leben wollen. Also das ist wirklich, wirklich richtig, richtig übel. Und so kann das im Grunde genommen nicht weitergehen. Also die Politik, die sich versteigt, so etwas zu promovieren und dem Recht, dem Gesetz, der Biologie und allem vorgreifen zu wollen, die trifft auch in allen anderen Bereichen völlig bescheuerte Entscheidungen. Anders kann man das ja gar nicht sagen, weil an dieser Problematik kann man den Horizont der Akteure ablesen. Mehr sage ich dazu nicht. Ist das auch eine Situation, wo man letztlich irgendwo erkennt, dass, ich meine, ich frage mich manchmal, wie alt man geworden ist und wir müssen Minderheiten schützen, ist keine Frage. Wir müssen aber auch Mehrheiten schützen. Das heißt also, die Tyrannei, die darf auf keinen Fall gegen Minderheiten gerichtet sein oder diskriminierende und ausgrenzende Äußerungen und moralische Haltung. Aber es muss ja auch irgendwo umgekehrt sein, dass ich nicht jeden Tag gezwungen werde, eine Sprache anzuwenden. Ich denke hier zum Beispiel nur, wir kommen gleich auf das Thema Ukraine, das können wir nicht ausklammern, Sie haben es ja im Vorspann gesehen. Aber wenn hier Ärzte ohne Grenze sagen, unsere PatientInnen und alleine die Sprachform und wenn wir dann erleben, wie wir genötigt werden, dass wir ständig anerkennen müssen, wenn jemand sagt, heute bin ich Mann, morgen bin ich Frau, empfinden Sie das auch als erdrückend und schon eine Art Tyrannei, was wir hier erleben? Ich empfinde das sogar schon über die Maßen als totalitär. Also eine Staatsform, die mittels Erlassen von Ämtern oder in der Politik und in den Medien
vorgibt, wie man zu sprechen hat und damit das Denken strukturieren möchte und eben andere Wirklichkeiten schaffen möchte, die kann man nicht anders als totalitär nennen. Und ich fühle mich zugegebenermaßen zunehmend genervt und auch gleichermaßen sexuell genötigt, wenn man mich ständig mit meinem Geschlecht anspricht. Herrgott, nochmal, ich habe die Schule besucht, Abitur gemacht, ich habe viele Hobbys ausgeübt, viele Länder bereist, viele Menschen kennengelernt, ich habe studiert, ich habe ein Staatsexamen gemacht, das erste und das zweite, ich habe viele Jahre gearbeitet und dennoch ist dieses Geschlecht, was man mir ständig in die Nase reiben möchte, das Wichtigste an mir in irgendeiner Kommunikation zwischen Menschen. Ich finde das eine absolute Frechheit und mit jeden Tag steigt meine Wut darüber und auch über eine Frauenquote, die in sich ja schon von den Grünen ad absurdum geführt worden ist. Ich habe, das muss ich die Zuschauer, Sie wissen es und das darf ich die Zuschauer auch darüber informieren, ich habe seit einem Vierteljahrhundert eine Dame bei mir beschäftigt, die hat in jungen Jahren angefangen, ist jetzt immer noch jung, jugendlich, keine Frage, also nicht, dass es hier diskriminierend ist, aber sie leitet meine Geschäfte, die leitet unsere Firmengruppe und das tut sie ganz hervorragend und ich möchte nicht auf sie verzichten und das ist nicht des Geschlechtes wegen oder irgendwelchen Protektionismus sonstiger Art, sondern weil sie es einfach kann. Und das ist etwas, es muss nicht hervorgehoben werden. Zweifelsohne ist es so, liebe Zuschauer, muss natürlich eine Möglichkeit für die Frauen bestehen, dass sie diese Karriere, dass sie diese beruflichen oder sonstigen Vorstellungen in ihrem Leben verwirklichen können. Und da ist in der Familienpolitik sicherlich noch viel Ansatz zu leisten und viel zu realisieren. Aber ich will damit sagen, dass hier Frauen ihre absolute Berechtigung haben, aber nicht durch eine Frauenquote. Wir erleben das ja bei einer Außenministerin. Wir kommen noch dazu über das Kriegsgeheul. Lassen Sie uns, wie im Vorspann gezeigt, einmal auf die Spritpreise zu sprechen kommen. Wir hören, es gibt ja einen Tanktourismus nach Polen, nach Tschechien. Wir erleben das hier bei uns in Bayern, nach Österreich. Da sind die Spritpreise zwischen 45 und 60 Cent günstiger. Nun wird ja alles auf Putin geschoben, derjenige, der jetzt die Ukraine überfallen hat. Zweifelsohne gibt es auch einen politischen Spritpreis. Aber vergessen die Leute ganz und gar, dass wir eine CO2-Bepreisung haben, dass wir eine gewollte Erhöhung der Energiekosten, hier Spritpreise, sonstigen, wir sprechen auch noch über Erdgas, haben, die Menschen einfach ärmer machen? Also man hört die Nachrichten und ist zunehmend verstimmt, kann ich nur wahrnehmen, hier in Speyer, im Wahlkreis, allenthalben. Die Leute sind nicht ganz so blöd, wie die Medien meinen, dass sie seien. Dieser Vorwand, der Krieg, der böse Putin macht jetzt den Sprit so teuer, der verfängt nicht mehr, weil sich die einen noch daran erinnern, dass die Grünen in den 90ern bereits schon den Spritpreis auf 5 D-Mark pro Liter erhöhen wollten. Damals sind sie damit nicht durchgekommen. Sie nicken, sie erinnern sich auch. Heute, nach dem jahrzehntelangen Trommelfeuer aus der Klimawandelkanone und jetzt mit dem Vorwand Putin und Spritlieferung, Rohölpreise, kann man sich jetzt Richtung 5 D-Mark, also 2,50 Euro, vortasten. Das ist eine absolute Frechheit und sogar ein Skandal, wenn ich mir überlege, dass in den ländlichen Räumen die Leute ja nicht zum Spaßauto fahren, sondern um ihre individuelle Mobilität kämpfen müssten. Die Leute vor Ort in den ländlichen Regionen fahren mit dem Fahrzeug zur Arbeit. Sie fahren zum Einkaufsmarkt, zu den Ärzten, Krankenhäusern und so weiter. Das sind alles keine Spaßfahrten und sie kosten jetzt ein Heidengeld. Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie Städter immer die Ideen an die Regierung pumpen. Man müsste dann mehr eben ÖPNV machen. Ich verstehe den Sinn nicht. Dann fährt der ÖPNV mit einem oder zwei Passagieren oder sogar leer und verbraucht dann noch mehr Energie, weil eben die Taktung so schlecht ist. Und mit mehr Taktung wird die Planung keine andere. Also die Auslastung und der Sinn dahinter, den gibt es einfach so nicht, wie sich Rot, Grün, Gelb das vorstellt. Das ist unfassbar, dass schon 3 Euro jetzt im Gespräch sind für die nächste Erhöhung, die dann wahrscheinlich auch auf dem Putin-Ticket fährt. Ich hoffe, dass immer mehr Leute wütend werden und einfach
klar mal ihr Augenmerk auf die Regierung richten, die mit ihrer CO2-Bepreisung, mit den hohen Steuern, wir reden ja von über 50% auf den Liter Sprit, an Abgaben, dass diese Leute unsere Bürger so verarmen. Wahnsinn. Wenn Sie jetzt hören, wir haben erlebt im Vorspann, 60% kostet das Erdgas mehr, die Höhe ist sicherlich täglich steigend, das erleben wir ja. Wenn wir dann hören, dass vom Bundeswirtschaftsminister Vorschläge gemacht werden, drehen Sie die Heizung runter, fahren Sie weniger, auch vom Finanzminister Lindner oder von der grünen Umweltministerin, ist das nicht ein Affront und ein Hohn gegenüber dem Bürger, dem Souverän, der diese Herrschaften ernährt, und zwar sehr fürstlich ernährt? Sie haben Dienstwagen, Sie haben zum Teil Dienstwohnungen in Berlin, Sie haben Büros, die alle von Steuergeldern finanziert werden. Ist das nicht ein Affront und ein Hohn gegenüber denjenigen, die das finanzieren, hier mit diesen Vorschlägen zu kommen, wenn jemand mit Diätenpauschale mit allem drum und dran 18 oder 20 oder 22.000 Euro im Monat verdient und meine Bauarbeiter und andere oder unsere Haushaltshilfe und die Damen, die für die Hygiene hier zuständig sind, die wir über alles schätzen, gehen mit einem Bruchteil davon nach Hause. Was sind das für Zeiten? Also es erinnert fatal an Marie Antoinette, wenn der Bürger kein Brot mehr hat, möge er doch Kuchen essen. Wir haben Glück, dass wir jetzt in den Frühling steuern. Hoffentlich wird es nicht noch einmal kalt und der Bürger, der Souverän, kann tatsächlich ein wenig Gas sparen. Aber die Keule kommt natürlich dann zum nächsten Winter, falls die Konflikte bis dahin nicht beigelegt sind und falls bis dahin, ja, es sind wenig Preiserhöhungen jemals wieder rückgängig gemacht worden. Das wissen wir ja alle aus der Vergangenheit. Also was dann erstmal erhöht in den Büchern steht, das bleibt leider auch häufig so. Mir fehlt der laute Aufschrei der Medien, die darauf jetzt mal hinweisen müssten, dass das so einfach nicht mehr weitergeht. Die Bürger werden nicht nur in den ländlichen Räumen eingesperrt, weil sie auf ihre Mobilität verzichten müssen. Auch die Preissteigerungen durch diese Spritpreiserhöhung, die ja von den Handwerkern und allen Gewerken eins zu eins an die Bürger weitergegeben werden, plus erhöhte Heizkosten, plus erhöhte Stromkosten. Ja, ich frage mich, wer soll denn das bezahlen? Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei. Das kann jeder mit dem Blick in seine Abrechnung und auf seinen Kassenzettel beim Tanken sehen. Und wenn ich dann ab der Woche Nummer 3 kein Geld mehr auf dem Konto habe, um meinen Kühlschrank zu füllen, um meine Familie zu ernähren, also nicht ich jetzt, Nicole Höchst, Bundestagsabgeordnete, ich rede jetzt von dem normalsterblichen Bürger da draußen, den Leistungsträgern, die, wie Sie das so richtig gesagt haben, der selbsternannten Elite an Politikern, ja, dass das Leben auskömmlich finanziert. Wahnsinn, Wahnsinn, Herr Weber, Wahnsinn. Da könnte ich stundenlang drüber schimpfen. Das kann so nicht weitergehen. Nun haben wir eines Bundesfinanzminister, Freie Demokratische Partei, der wurde ja angesprochen, sind Sie bereit, hier entsprechend Zuschüsse, Nachlässe, Steuervergünstigungen, die Pendlerpauschale, eben letztlich um diese Kosten erträglich zu machen. Herr Lindner sagte also, ich zitiere, das kommt für ihn nicht in Frage, es wird keine weiteren Vergünstigungen geben, weil er möchte nicht den Kindern, Kindeskindern und Urkindeskindern Schulden auferlegen. Nun muss man sagen, nur haben wir seit 2015, wir haben Bankenrettung, dann haben wir Schulden aufgenommen bis zum geht nicht mehr. Wir haben Griechenland Verpflichtungen in Milliardenhöhe bis zum geht nicht mehr. Wir haben seit 2015 Verpflichtungen aufgenommen, was die Aufnahme von Flüchtlingen angeht. 1 Million sind bleibend bei uns im Sozialsystem. Und wir haben durch Corona, durch Maßnahmen, die aus heutiger Sicht in dieser Form in der Tiefe nicht gerechtfertigt waren und sind, haben wir ca. 1,5 Billionen an Verschuldung aufgenommen. Deutschland und Verpflichtung für Europa. Ist das, entschuldigen Sie, wenn ich das sage, hält der eigentlich die Leute für blöd oder was bildet dieser Mann sich ein, wenn er sowas sagt unseren Kindes- und Urkindeskindern? Die sind ja schon jetzt verschuldet bis zum geht nicht mehr. Und ist es nicht einfach notwendig, dass wir sagen, diejenigen, die malochen, die den Kessel am Kochen halten, ihr müsst entlastet werden. Also keine weiteren Entlastungen, hat er gesagt. Jetzt fällt mir der Redetext dazu ein. Aber da fühle ich mich doch als, da fühle ich mich als Unternehmer und da fühle ich mich als Bürger dieses Landes verarscht hoch drei.
Es ist eine Schande, was hier seit Jahren passiert. Also wir haben als Alternative für Deutschland immer versucht aufzuzeigen, im Nachgang an 2015, wo ja wirklich Hunderttausende Neubürger hier in die Sozialsysteme eingegliedert wurden und auch auskömmlich am Leben teilnehmen dürfen, von Steuerzahlern finanziert. Da haben wir schon immer darauf hingewiesen, das Geld war anscheinend immer da, nur nicht für unsere Leute, für unsere Familien und für unsere Rentner. Wir erinnern uns, damals waren viele Jahre schon vorangegangen, Rentenpolitik, man kann die Rente nicht erhöhen, die Rentner sammeln Flaschen aus den Müllbehältnissen. Und damals hat man eigentlich schon gesehen, hey, hier wird keine Politik für deutsche Bürger gemacht, ja, sondern wirklich nur für den Rest der Welt. Sie haben da eine ganze Reihe von Dingen aufgezählt, wofür Deutschland Geld hat. Und ja, es ist richtig, meine Kinder werden die Personen nicht mehr kennen, also die Nachfahren nicht mehr kennen, die immer noch damit beschäftigt sind, die Schulden abzuzahlen, die die letzten Bundesregierungen der letzten Jahrzehnte aufgehäuft haben, trotz der sogenannten schwarzen Null. Das ist eine Riesenschande. Und dieses Lindner-Zitat, das fügt sich da wirklich toll ein, zumal ja der Herr Scholz eigenmächtig verkündet hat auf der Sondersitzung, dass wir jetzt 100 Milliarden aufnehmen, um die Bundeswehr aufzurüsten und wieder einsatzfähig zu machen, quasi im Alleingang. Also da fehlen mir die Worte. Ich darf das gar nicht sagen, was ich darüber denke. Das ist eine bodenlose Frechheit den Leuten gegenüber, die das alles finanzieren. Und ich kann wirklich nicht verstehen, wie man diese Parteien noch wählen kann, die das die letzten Jahrzehnte verbrochen haben. Herr Weber, helfen Sie mir. Ich verstehe es nicht. Naja, also da, wenn ich da, dann hätte ich den Stein der Weisen. Das kann ich Ihnen sagen. Und das ist, wenn Sie sich näher beschäftigen und solche Sendungen machen, mit vielen Menschen diskutieren, dann frage ich mich, wo sind die Menschen, die diese Presseveröffentlichung abgeben? Denn ich finde nicht viele. Zugegebenermaßen gibt es einige, wo man dann wirklich sagen muss, okay, der Grad der Verblendung, der Grad der Beeinflussung, der ist so groß, da komme ich nicht mehr ran. Aber hier haben wir wirklich eine Situation, wo ich sagen muss, wo sind die Menschen alle? Ich meine, es muss doch jeder jetzt irgendwo selber spüren. Es ist in der Vergangenheit viel durch Bilanzoptik gemacht worden. Das hat man nicht gemerkt. Dann hat man gesagt, okay, dann machen wir einen Nachtragshaushalt oder es gibt die Bad Bank. Ich habe ja nun 40 Jahre damit zu tun und hatte ja selber eine Bankenzulassung. Also bin ich ganz unvorbestimmt oder unbelastet in diesem Bereich. Aber es verzweifelt schon manchmal, dass ich sage, wo geht es hier hin? Aber liebe Zuschauer, das ist halt der Einklang zwischen Politik, zwischen den Herrschenden und der Presse. Und man muss natürlich auch eines sagen, liebe Frau Höst, da habe ich eine Frage, die gebe ich an Sie zurück. Wie geht es denn, dass plötzlich gesagt wird, der K, also der Kanzler, ist in seinen Beliebtheitswerten nach oben gegangen bis zum geht nicht mehr? Wir erinnern hier, dann wird ja die Warburg Bank Cum-Ex-Geschäfte werden ja zur Marginalie, 20 Milliarden Wirecard-Anlagevermögen auf dubiose Art und Weise verschwunden, BaFin total versagt, Geldwäsche versagt. Und man muss ja eines sagen, das, was wir jetzt haben, dieser desolate Zustand, Sie sprachen von der Bundeswehr, die Bundeswehr ist natürlich nur ein Makel, der durch die Situation, durch den Krieg in der Ukraine offensichtlich wird, dass wir nicht verteidigungsfähig sind. Aber wir haben ja insgesamt eine Infrastruktur, wir haben einen Bildungsbereich, wir haben ein Gesundheitswesen, wir haben ja alles, was krankt. Wir treten ja unsere Industrie mit Füßen. Man fragt sich wirklich, ihr müsst doch irgendwo eine, ich meine, unsere Zuschauer tun das und das muss ich immer wieder sagen und ich werde immer wieder von der Redaktion zu Recht darauf hingewiesen, verunglimpfe nicht die Leute, das mache ich nicht, aber es gibt immer noch so viele, die sagen, der Scholz macht das toll, der Lindner macht das toll. Ihr müsst doch merken, dass es die Leute sind, die dazu beigetragen haben, dass dieses Land wirklich am Rand des Abgrundes steht. Da gebe ich die Frage an Sie weiter. Wie geht es mit Ihnen bei Gesprächen, wenn Sie mit Leuten unterwegs sind? Sie sind eine Frau, Sie sind eloquent, Sie sind aber nicht so eloquent, dass man Sie nicht mehr versteht. Ne? Ja, also jetzt muss ich doch mal ein bisschen was Überspitztes sagen. Ich überspitze jetzt also ein bisschen, aber nicht viel. Die Figuren, die uns regieren,
haben alle einen riesen Koffer an Gepäck. Sie sagten im Zusammenhang mit den Herrn Scholz sicher Warburg, Wirecard und einiges andere. Es ist an Ihnen ein Ermittlungsverfahren anhängig, wenn ich das recht erinnere. Frau Baerbock hat ihren Lebenslauf bis zur Unkenntlichkeit geschönt und so weiter und so weiter. Also man muss fast meinen, dass es als Qualitätsmerkmal für Regierungsverantwortung hier in Deutschland gilt, wenn man als Person auf Minister- oder Kanzlerposten sowas im Koffer mit sich trägt. Punkt. Also das muss man jetzt einfach mal so stehen lassen und genießen, weil anders als so zynisch kann man das bald nicht mehr sehen. Der Blick aus dem Ausland auf unsere Regierung, auf das, was hier passiert, ist auch sehr interessant, weil die sagen seit vielen Jahren, ihr habt sie nicht mehr alle in Deutschland. Ihr macht Politik in Deutschland zu Lasten des deutschen Steuerzahlers, zu Lasten des deutschen Bürgers. Und das ist einfach nur wahr. Also ich kann da wirklich nur empfehlen, wenn man mal einen anderen Blickwinkel als die deutsche Presse lesen möchte, die, und jetzt zitiere ich auch einen Bekannten aus Amerika, gleichgeschaltet scheint, wenn man sie von außen betrachtet, dann soll man doch im Deutschlandfunk mal die internationale Presseschau genießen. Dort findet man Pressestimmen, die deutlich kritischer reflektieren, was auf der Welt geschieht, als in Deutschland selbst. Und ganz ehrlich, also wir haben in den deutschen Journalistenstuben, in den Redaktionsstuben ein gerüttelt Maß an links gerichteten Journalisten. Das hat eine wunderbare Studie einer wunderbaren Universität in Berlin ergeben, nämlich sehr, sehr viel Grünanhänger, dann sehr, sehr viel SPD und Linke. Die anderen Parteien figurieren unter ferner Liefen, AfD gibt es dort gar nicht. Und dann nimmt es doch nicht Wunder, dass die Berichterstattung so ist, wie sie ist. Und ja, es ist ganz schwierig, mit den Leuten da draußen ins Gespräch zu kommen, die morgens ARD und ZDF anmachen und das konsumieren, bis sie in den Schlaf fallen. Wenn man im Radio, im Auto immer die gleichen Nachrichten hört, die, ja, das graviert sich auf die Hirnfestplatte. Und dann kann man ja anscheinend auch nicht anders, als das unreflektiert und wiedergekäut einfach wieder auszuspeien im Diskurs mit mir beispielsweise. Und ja, ich höre mir das geduldig an und stelle Fragen. Anderes kann man ja nicht machen. Und ich hoffe, dass der eine oder andere dann doch mal über Tatsachen stolpert, die ihm jetzt selbst widerfahren, nämlich Spritpreise, Energiepreise, womöglich Blackout droht. Also das sagen wir seit Jahren, dass wir hier Probleme bekommen werden. Das wurde immer verneint, wir wurden immer verlacht. Wir sind die Bösen, die, oh, was weiß ich nicht alles. Und jetzt passiert es, und zwar eines nach dem anderen. Herr Weber, das ist unsere einzige Hoffnung, dass Menschen da draußen, die noch nicht verstanden haben, um was es hier geht und wer mit wem da Hand in Hand Politik macht und sich darüber freut, dass die Massen so blöd sind und sie dann wieder wählen. Also das ist unsere einzige Chance, dass jetzt der ein oder andere mal aufwacht und etwas versteht. Mir fällt bei Ihrer Aussage ein, Udo Jürgens, hinter dem Horizont geht's weiter. Und dann sehe ich ein Bild, das zeigt auf der einen Seite einen kleinen Horizont, da steht ARD und ZDF, Erziehungsjournalismus. Und dahinter sehen Sie einen großen Horizont in uns ins Unendliche, da steht dran, Hallo Meinung. Ja, lassen Sie mich, so wird's kommen, ne? So ist es. Lassen Sie mich auf ein Thema kommen, das ist für mich besonders erschreckend. Wie gehen Sie damit um? Ost-West-Unterschied, klare Mehrheit für Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir haben ja nun, Gottlob, noch einen regionalen Konflikt. Die Menschen sind ja noch nicht mal in der Lage, Berichterstattung von 2016, also vor 5 Jahren, richtig zu werten. Ich nehme eine Sendung Panorama mit Anja Reschke, die ja sagte, wir sind eigentlich dazu da, um die Menschen zu erziehen. Also Erziehungsjournalismus, haben wir eine Sendung drüber gemacht. Und da wurde einmal gezeigt, wie ist denn die Konfliktsituation in der Ukraine mit Russland? Wie ist denn die NATO-Situation? Ich sage, wir haben diese Sendung gemacht, es lohnt sich auf jeden Fall, diese Sendung noch einmal anzuschauen. Mütter, lasst eure Kinder nicht in den Krieg ziehen, so hieß die Sendung. Aber wenn Sie sich das anschauen, ein Wolfgang Ischinger, derjenige, der für die Münchner Sicherheitskonferenz verantwortlich war, sagte damals noch, 2016, wir haben Putin nicht zugehört. Wir haben seinerzeit, wie er in der Sendung kommt vor, das Thema Anaconda, das war
ein Manöver der NATO an der russischen Grenze und bis in die Gewässer der russischen See hinein. Und wurde gesagt, wir haben auch ein gewisses Maß an Provokation. Nochmal, es rechtfertigt nicht diesen Angriffskrieg, dass wir uns bitte richtig verstehen. Aber man muss natürlich mal ein bisschen geschichtsträchtig schauen und nicht bloß immer die Gegenwart und dieses Überschriftendenken, sondern schon ein bisschen drüber hinaus. Aber klare Mehrheit für Waffenlieferung und gleichzeitig gehen die Menschen auf die Straße für Frieden. Es ist doch an der Zeit zu deeskalieren, zu reden. Wenn wir schon eine Außenministerin haben, die ja nun nicht unbedingt durch Sachkundigkeit auffällt, was Außenpolitik angeht, ist es doch jetzt zwingend notwendig zu reden und zu deeskalieren. Ja, da sprechen Sie wirklich einen heiklen Themenkomplex an. Und ich bin sehr froh, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass natürlich Herr Putin sich massiv ins Unrecht gesetzt hat mit dem Angriffskrieg, völkerrechtswidrig, den er da begonnen hat. Das ist ein Faktum, an dem möchte ich auch überhaupt gar nicht vorbei diskutieren. Nichtsdestoweniger, trotz haben Sie in Ihren Ausführungen auch gesagt, das Ganze hat ja eine Vorgeschichte und das sind bitte keine Rechtfertigungsversuche. Ganz im Gegenteil, ich bin immer dafür, dass man alle Seiten einer Medaille betrachtet und darüber hinaus. Das ist also keine außenpolitische Wertung. Das möchte ich aber eben allen auch anempfehlen, die in Regierungsverantwortung sind. Ich habe das Gefühl, dass man sehr stark sich auf eine Seite schlägt und von all den Informationen, die Sie ja jetzt angesprochen haben, überhaupt gar nichts mehr wissen möchte. Also man hat im Grunde genommen seit dem Abkommen von Minsk überhaupt nicht geschaut, was ist denn dort passiert. Es gibt da keine große Empörungs- oder Erregungswelle über Dinge, die aus der Ukraine berichtet wurden. Und das ist auch falsch. Und ich denke, es wird ganz, ganz heftig große Zeit, dass man sich wieder an den Verhandlungstisch begibt und dort diesen Konflikt löst. Herr Weber, Sie haben ganz sicher recht, dass die Rhetorik, die die Menschen auf die Straßen treibt, gleichzeitig eine Rhetorik ist, die eskaliert und nicht deeskaliert. Ich habe jetzt so oft in den letzten Tagen, in der letzten Woche gedacht, Mensch, wir haben hier quasi so eine Art Kriegspropaganda. Und dann lese ich heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr wo, dass sich schon viele junge Männer auch aus Deutschland in die Ukraine begeben haben, um dort unter Waffen an der Seite der ukrainischen Brüder zu kämpfen. Und dann frage ich mich, hey, wir hatten so eine ähnliche Mobilmachung schon einmal durch IS-Propaganda für IS-Unterstützer nach Syrien. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt diese Parallele wirklich bringen muss, weil es um die Propaganda geht, die unreflektiert in die Köpfe der jungen Leute gehämmert wird und man springt auf diesen Hype auf. Und da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung, wir Politiker, aber auch die Nachrichten- und Fernsehmacher. Es ist sicherlich völlig falsch, dass junge Leute aus Deutschland aufgehetzt und indoktriniert sich an egal welchem Krieg beteiligen. Das ist mir so wichtig, das mal rüberzubringen, weil wir sollten die Jahrhunderte der Kriege, wenn es irgendwie geht, endlich einmal hinter uns lassen. Ich weiß, das ist ein frommer Wunsch, aber das liegt mir wirklich auf der Seele. Und diese Aufrüstung der Ukraine, das, was da im Moment läuft, bedeutet, dass Deutschland sich ganz klar auf eine Seite stellt. Und man kann jetzt darüber rätseln, hat Deutschland damit im Grunde genommen schon einen Kriegsbeitritt erklärt, indem sie Waffen liefert an die Ukraine? Und wie reagiert Putin? Also ich verstehe überhaupt gar nicht, dass man nicht wirklich lange überlegt, wie ist man dort so gut aufgestellt, dass man nicht auch ins Visier gerät von feindlichen Geschossen. Also ich verstehe diese Politik der Eskalation nicht und ich wünsche mir da dezidiert eine Umkehr. Es bleibt wünschenswert und liebe Zuschauer, Nicole Höst hat eines gesagt. Analysieren heißt nicht, dass man das billigt. Wir analysieren die Situation. Und hier ist auch ganz wichtig, wer Putin seine Geschichte, wer seine Reputation kennt, der weiß, dass es ein Mensch ist, der macht nichts unbedacht. Er kann in eine Situation hineinkommen, die hat er nicht richtig kalkuliert, aber er ist nicht unbedacht. Und wir müssen ihm eine Exit-Strategie bieten.
Und diese Exit-Strategie, die muss von verschiedenen Seiten erfolgen. Die muss diplomatisch erfolgen, aber auch aus dem Land. Und sie erfolgt ganz sicher nicht, wenn wir eine Kausalschuld herstehen gegen die russische Bevölkerung. Das ist so, wir haben in den russischen Großstädten herrscht zweifelsohne noch eine Kommunikationsmöglichkeit des Empfangs. Aber Russland ist ein riesiges Land und in den ländlichen Gebieten sind die Menschen, die dort leben, einfach nur auf die Staatsmedien angewiesen. Und wenn hier noch Bilder gezeigt werden, dass wir sagen, bei Russen, wir kaufen hier nicht mehr ein, die hier dürfen keine Russen zum Essen gehen oder bei mir werden keine Russen behandelt, dann sind es Dinge, das geht einfach nicht. Denn wir stellen keine Kausalschuld her in keiner Welt, in der Welt, in der wir hier leben. Wir sprechen von Rassismus und Ungleichbehandlung und da tun wir das. Und das zeigt eben Realpolitik. Und liebe Zuschauer, darüber muss man sich im Klaren sein. Ich nenne hier wieder Egon Bahr 2013 in Heidelberg vor Studenten, der sagte, in der Politik oder im Krieg geht es nie um Menschlichkeit oder Demokratie. Es geht nur um Staatsinteressen. Und da müssen wir in der Realpolitik ankommen, so schlimm wie es ist und so sprachlos, wie ein dieser Überfall macht und dass Kinder und Eltern und Mütter ihre Heimat verlassen müssen und dass Häuser, Krankenhäuser zerbombt werden, was man nicht gedacht hätte jetzt im 21. Jahrhundert. Aber wir müssen in der Realpolitik ankommen, müssen sagen, wie können wir Schlimmeres verhindern und dass aus diesem regionalen Konflikt kein Weltkonflikt wird. Und da komme ich zum nächsten in unserem Vorspann. Wir hatten ja gezeigt, Polen hatte ja den Vorschlag gemacht, MiGs zur Verfügung zu stellen. Nun muss man Gottlob sagen, Biden hat es abgelehnt. Die sollten ja nach Ramstein kommen. Atmen Sie da schon zunächst mal durch? Also ich habe das gestern gelesen, dass dieser polnische Vorschlag gekommen sei und habe gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich bin Rheinland-Pfälzerin, ich lebe mit meinen 4 Kindern in Rheinland-Pfalz in unmittelbarer Nähe zu Ramstein. Also so weit ist das nicht. Das sind vielleicht maximal 80 Kilometer, vielleicht 86. Und dann läuft bei mir natürlich ein Film ab, der heißt Provokation. Und wie reagiert jemand, der provoziert wird und sich im Krieg vielleicht sogar mit dem Rücken an der Wand befindet, auf eine solche Provokation? Und das übersteigt das Erträgliche, wenn man sich vorstellt, was daraus resultieren könnte, wenn man solche Vorschläge macht und die dann auch noch angenommen werden würden. Wissen Sie, Herr Weber, zu dieser Propagandageschichte, dazu gehören ja nicht nur Überreaktionen, wie vielleicht dieser polnische Vorschlag, ich kann das gar nicht anders werten, sondern dazu gehört eben auch, dass beispielsweise in Germersheim an der Schule ja, kleine Kinder in der Grundschule gemobbt werden, weil die Eltern Russen sind. Und weil ihnen da eine Kollektivschuld unterstellt wird. Da werden auch hier in unmittelbarer Nachbarschaft, auch im Kreis Germersheim, Lastwagen beschädigt von einem russischen Unternehmer. Nein, Entschuldigung, Busse. Das mit den Lastwagen war woanders. Ich habe kein Verständnis dafür, wirklich überhaupt kein Verständnis, dass man auf der einen Seite immer propagiert, wir sind tolerant, wir sind weltoffen und wir wollen keine Diskriminierung und wir wollen keinen Rassismus. Aber gegen Russen ist das auf einmal völlig in Ordnung oder was? Und dann werde ich schon wieder wütend. Das geht gar nicht. Das sind unsere Brüder hier. Wir haben sehr viele Deutsch-Russen, wir haben sehr viele Russen, die hier gut integriert sind und arbeiten und sich mit uns hervorragend verstehen, hervorragende Dinge kochen. Einfach hier gern gesehener Teil der Gesellschaft sind und die werden jetzt diskriminiert und auf das Übelste in eine Diskriminierungsschusslinie gerückt. Also ich frage mich da, wo soll das enden? Wo ist diese degenerierte Gesellschaft hin unterwegs? Sagen Sie mir das mal bitte. Wohin sind wir hier unterwegs? Das gibt's doch gar nicht. Und mein ausländischer Freund hat das gesagt, diese gleichgeschaltete Presse macht im Grunde genommen eine ebenso so üble ja, Propaganda, in dem immer wieder berichtet wird, nur Ukraine, Ukraine, russische Gewalttaten, die Russen, die Russen, die bösen Russen. Ja. Wo soll das hin? Tja, wir können nur immer wieder mahnen, öffnet das Fenster so, die Horizonte, wie vorhin angesprochen, dass ihr verschiedene Sichtweiten habt und die Sichtweiten müssen auch geschichtsträchtliche Daten ermöglichen, ohne dass man hier dann gleich gesagt wird, du bist, wenn du dich über Corona unterhältst, bist du Leugner.
wenn du dich über Zuströme unterhältst, dass du selektieren willst, bist du ausländerfeindlich. Und wenn du dich über die Situation jetzt in Europa unterhalten willst, Russland und die Ukraine, bist du Putin-Versteher. Und das ist etwas, das zeigt, dass die Horizonte sehr beschränkt sind. Manche gehen nicht über die Größe eines Klosettdeckels hinaus. Das muss man einfach so sehen, ne? Und das ist noch gelobt. Lassen Sie mich auf eines zum Schluss kommen. Das ist ein Thema. Wir haben gestern erlebt, das Verwaltungsgericht Köln hat letztlich weitestgehend dem Antrag des Verfassungsschutzes entsprochen, AfD als rechtsextremistischen Verdachtsfall einzustufen. Nun erlebt man ja auch, und das möchte ich als persönliche Anmerkung machen, liebe Zuschauer, wir sprechen mit Menschen. Das ist Nicole Höst, Martin Hess, Jürgen Braun, das ist Martin Sichert und viele andere, wo wir sagen, die sind in ihren Aussagen belastbar und alles, was sie sagen und das Mandat, was sie übernommen haben, Martin Vinzenz, der Sprecher der AfD, Dr. Martin Vinzenz in Nordrhein-Westfalen, sind alles Menschen, mit denen man sich unterhalten kann, wo man sagt, okay, die werden ihrem Eid, die werden ihrem Auftrag, ihrem Mandat von den Wählern gerecht. Sie möchten den Menschen hier Gutes im Land tun. Gleichwohl wissen wir, es gibt Menschen in der AfD und die gibt es schon länger, mit denen sprechen wir nicht. Wo wir einfach sagen, Moment, hier sind Strömungen im Gange, mit dem kann ich mich, die Redaktion nicht und der große Anteil der Zuschauer nicht im Einklang sehen, die Äußerungen bringen. Die zeigen einfach, dass hier vor Dämlichkeit in Potenz vorhanden ist. Gleichwohl, wie gesagt, unterhalten wir uns mit Menschen, wie Sie das sind. Aber wie gehen Sie damit um? Und ich meine, Sie leisten ja nun tägliche Arbeit, aber man muss sich auch darüber im Klaren sein, es gibt Menschen, das, was sie mit den Händen aufbauen, das reißen die wieder um mit unbedachten, dämlichen Äußerungen oder mit Chatverläufen wie in Bayern, wo man dann sieht, wo gesagt wird, wir können das Ganze nur verändern durch Umsturz und noch weitergehende Maßnahmen. Das ist ja, das ist nun mal verfassungsfeindlich und dämlich. Wie gehen Sie damit um? Also zum einen, ich fange mal mit den Chatverläufen Ja. von Bayern an, von denen ich auch nicht mehr weiß als Sie. Ich bin ja in diesen Gruppen nicht drin. Ja. Kann Ja, ich das nur war sagen, dass veröffentlicht. Ich weiß es also nicht ja, aus internen Kreisen, sondern das veröffentlicht das was ja, und also mehr ja. weiß ich auch nicht. Ich habe Gott sei Dank nicht Zutritt zu solchen Sachen. Und wenn, dann würde ich ganz deutlich, so wie ich das jetzt aussage, sagen, das ist nicht Parteilinie. Das sind gefährliche Äußerungen, die nicht dementsprechen für was wir von der AfD stehen. Und dementsprechend ist das gut, wenn auf die eine oder andere Weise diese Leute marginalisiert werden, die solche Ideen hegen, damit sie uns vor der Presse nicht weiter beschädigen können und natürlich auch vor dem Bürger. Und ich frage mich dann eben ganz oft, wie kommen wir zu diesen Leuten, und habe dann im Hinterkopf immer auch noch die vielen V-Leute in der NPD. Aber das nur am Rande. Ich möchte zu dem Eingangsstatement von Ihnen noch etwas sagen. Und zwar gab es heute ein sehr wichtiges Mitgliederrundschreiben der Bundesgeschäftsstelle, in dem eben auch auf das Missverständnis hingewiesen wurde. Wir dürfen eben nicht als gesichert rechtsextrem bezeichnet werden. Dafür würde ich das gerne kurz vorlesen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat in der mündlichen Verhandlung am 8. März 2022 ausdrücklich erklärt, dass es nicht beabsichtigt, die AfD als gesichert rechtsextremistische Bestrebung zu behandeln. Etwaige Behauptungen in den Medien, dass ein Gericht festgestellt habe, die AfD sei rechtsextrem oder gar extremistisch, sind daher nicht zutreffend. Wie wir jetzt gegen die einzelnen Medien vorgehen werden als Alternative für Deutschland, die das aber nichtsdestoweniger trotz natürlich behaupten, da besteht überhaupt gar kein Zusammenhang zu den bevorstehenden Wahlen in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein oder im Saarland. Das sind ja die ersten, die wählen. Nein, nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Hier wird auf Biegen und Brechen versucht, eine politische Konkurrenz zu verunglimpfen und zu diskreditieren. Und das muss man auch mal sagen. So, und jetzt kommen wir nochmal zu den Leuten, die geeignet sind, die AfD nach außen zu beschädigen. Und da muss ich leider allen voran unseren ehemaligen Vorsitzenden, auch den Jörg Meuthen, nennen, der da Sachen behauptet, die
Belege dazu, ist er noch schuldig, aber er gilt als Kronzeuge für diesen Prozess, indem er mit Dreck auf seine eigene Partei schmeißt und da Dinge behauptet. Das ist mal das eine. Das lässt uns immer im schlechten Licht dastehen, wenn Menschen mit ihren persönlichen Dingen nicht durchkommen in der AfD. Dann haben wir das schon öfter gesehen, dass wir bei den Austritten dann übelst mit Schmutz geworfen werden. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Das heißt aber auch, dass wir noch genauer schauen müssen, wer für uns an welcher Stelle spricht und wer Sprecherrollen innehat zukünftig. Ich weiß, dass es Leute gibt, die immer wieder auch Dinge von sich geben, die natürlich zu Recht kritikwürdig sind, kann man nicht anders sagen. Gott sei Dank nicht an exponierten Stellen. Und wir müssen einfach als Partei schauen, dass wir die Disziplin erlangen, solchen Leuten dann weniger Raum zu geben und am liebsten dann gar keinen. Also keiner von uns hat Interesse, an Äußerungen gemessen zu werden von einem Mitglied XY hinter Trupfingen. Und das Mitglied wird dann als Pass pro Toto für die AfD benutzt und mit uns allen geht das dann nach Hause. Sehen Sie, ich bin höhere Beamtin, ja, ich bin Regierungsschuldirektorin AD derzeit. Und ja. Das muss man einfach mal sagen, ja, ich bin Beamtin und ich bleibe in der AfD, auch wenn sie als Verdachtsfall geführt wird, weil ich genau weiß, dass die Grundstruktur unserer Partei in Ordnung ist, dass die Leute mit hehren Zielen in der Alternative für Deutschland sind. Und das sind vor allen Dingen viele Leute, die alles zu verlieren haben und dementsprechend genau schauen, was sie tun, was in unserem Programm steht, was in unseren Anträgen steht. Also Herr Weber, das muss ich auch sagen. Ihr Wort in Gottes Ohr. Ich bin natürlich auch als derjenige, der hier bei Hallo Meinung eintritt, ich bin parteilos und ich weiß Sie zu schätzen und ich weiß um Ihre charakterlichen und moralischen Eigenschaften, die ich sehr, sehr hoch einschätze, das sage ich den Zuschauern. Und Frau Höst wäre für mich im Familienministerium richtig aufgehoben. Gleichwohl ist es so salopp gesagt, die Kiste muss sauber gemacht werden. Die Menschen suchen ja nach einer Alternative. Die Menschen suchen nach einer Opposition. Aber man darf es natürlich auch den Medienvertretern nicht so leicht machen, indem es da wirklich Idioten gibt, die den Krieg für gut heißen und die nach vorne gehen und die dann sagen, wer nicht vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat was falsch gemacht. Dann sei mir einfach, das sind Idioten, die müsst ihr irgendwo loswerden. Die Kiste muss sauber gemacht werden. Die Menschen sehnen sich nach Leuten wie Nicole Höst, wie Martin Vinzenz, wie Jürgen Braun, wo man sagt, der Studienrätin, Arzt, der eine war beim öffentlich-rechtlichen verantwortlicher Chefredakteur Jürgen Braun in den Fernsehstudios. Solche Menschen werden gebraucht. Und da muss man sagen, die Kiste muss sauber gemacht werden und da muss man wirklich eine saubere Trennungslinie ziehen, denn uns belastet sie am Ende genauso. Aber wissen Sie, es ist ja so, wenn zwei das Gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe. Wenn die einen sagen, wir erschießen die Reichen und der andere sagt, Rixinger war es für mein Dafürhalten und sagt, wir lassen sie für uns arbeiten, dann findet das so allenfalls in den sozialen Medien ein kurzer Aufschrei. Lassen Sie mich dann noch zum Frank-Walter Steinmeier kommen, der ja doch ein hohes Wiederwahlergebnis hatte als Bundespräsident, der im Zuge dessen gesagt haben, Frauen der Weltgeschichte, das müsste die Regisseurin von Trotta, und sie hat in einem Atemzug Gudrun Enslin genannt. Gudrun Enslin ist Touristin, weil sie immer verschwunden war, Terroristin, und war verantwortlich für verschiedene Morde und die RAF hat eine Hinrichtung gemacht. Hans-Martin Schleyer, da sind Polizisten ums Leben gekommen in Köln. Der Herr Herrhausen, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, der ist in Bad Homburg ums Leben gekommen, das Auto ist in die Luft gesprengt worden. Und wir haben einen Bundespräsidenten, der huldigt die Gudrun Enslin als eine Frau der Weltgeschichte. Das ist doch zweierlei Maß. Ich meine, ich habe Ihnen deutlich jetzt mal die Leviten gelesen, was zu machen ist in der AfD. Aber man muss ja auch sagen, wenn zwei dasselbe tun, zwei das gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe. Normalerweise, wenn einer das von der AfD gesagt hätte, na, der wäre doch ferner liefen, der hätte doch keine Chance mehr. Ja, ich bin Ihnen für das Beispiel unglaublich dankbar, weil ich da auch wirklich nur noch den Kopf schütteln kann. Ich habe schon ein halbes Schleudertrauma. Also mir fehlt immer noch der Aufschrei der Qualitätspresse mit den Rücktrittsforderungen an unser Staatsoberhaupt.
der mit einer simplen Entschuldigung, ist alles nicht so gemeint, davonkommt. Wenn man aber seine persönliche Geschichte anschaut und für welches Blatt er geschrieben hat als Student, dass er bei diesen Wir sind mehr Konzerten mit Feine Sahne Fischfilet, die durch ihre Texte ja durchaus eher linksradikal einzuordnen sind, und er belobigt, die tritt da gemeinsam auf. Also da gibt es schon eine rote Linie, auf die aber aggressiv weggeschaut wird. Man schaut aggressiv weg von dieser roten Linie und das geht alles durch. Und in dem Licht muss man eben auch sehen, dass Leute, die Äußerungen tätigen, die nicht gehen, oder denen Äußerungen und Dinge untergeschoben werden, die dem Mainstream zuwiderlaufen und die natürlich auch nicht gehen, in der AfD ganz besondere Aufmerksamkeit der linksdrehenden Qualitätspresse bekommen und wir dann quasi am Nasenring durch die Manege geführt werden, und zwar am Nasenring dieser Leute, die sich objektiv nicht wohl verhalten. So, aber Sie wissen auch, deswegen sauber machen, das ist so schön gesagt, also das Parteiengesetz in Deutschland ist eines der härtesten, wenn man sich überlegt, wie lange die SPD gebraucht hat, um Herrn Sarrazin auszuschließen. Wir reden auch von über 10 Jahren, oder schauen auf Herrn Ederti, der meines Wissens immer noch Mitglied der SPD ist. Der ist Mitglied der SPD, ja, weiter. Pädophiler. Ja. Ja, also muss man auch sehen, oder was ist mit der linken Person passiert, die gesagt hat, man müsste Reiche erschießen, und was ist ihr entgegnet? Oh, naja, nicht erschießen, aber irgendeiner nützlichen Arbeit zuführen. Wir lassen sie für uns arbeiten. Ja, das geht durch. Und dieses mit zweierlei Maß messen, das halte ich mittlerweile für gefährlich. Und ich habe heute Morgen auch in Facebook geschrieben, dass ich dieses Verfassungsgerichtsurteil in Zeiten wie diesen wirklich sehr passend finde, ohne jetzt das Gericht diskreditieren zu wollen. Aber es passt zum Zeitgeist, vor allem, weil auch auf einen Volksbegriff rekurriert wurde, um ihn zu verdammen, der aber so im Grundgesetz verankert ist, jedenfalls meinem Laienverständnis nach. Und auch da werden wir noch mal genauer hinschauen müssen, was dort in der Urteilsbegründung letztendlich schriftlich niedergelegt sein wird, um das eben auch noch mal zur Not juristisch aufgreifen und aufarbeiten zu können. Weil, also ganz so geht es ja auch nicht. Selbst wenn der Bundestag das vormacht. Gell? Frau Höst, keine Frage. Aber nochmal, man darf es natürlich der gegnerischen Seite nicht zu leicht machen mit gewissen Äußerungen. Und wenn die Sammlung von Schriftstücken und von Aussagen so leicht gemacht wird und die sind wirklich verifiziert, dann verliert man natürlich an Ansehen. Und das kann nicht das Maß ihrer Arbeit sein, so wie Sie sich und andere anstrengen, um hier den Menschen Gutes zu tun, so wie ihnen das Mandat verheißt. Und es ist ohne Zweifel ist es so, dass wir natürlich auch wissen, dass Haldenwang, seines Zeichens Bundesverfassungspräsident, Nachfolger vom Hans-Georg Maaßen, mit dem wir ja oft sprechen, natürlich auch parteipolitisch ist, der höchste Beamte, und wessen Brot ich fress, dessen Lied ich sing. Also da führt natürlich auch kein Weg vorbei. Und wenn wir Herrn Kramer sehen in Thüringen, Verfassungsschutzpräsident, wir haben ja mit Uwe Kranz viel gesprochen, dem ehemaligen Verfassungsschutzpräsident von Thüringen, dann wissen wir, dass der eigentlich nur im Kreisverkehr links fährt, ne, und dann kaum die Ausfahrt findet. Aber wir haben genügend Gesprächsthemen, wir haben heute viel erörtert, und wie ich finde, Sie scheuen sich keine Antworten zu geben, und das ist das, was wir von Politikern erhoffen. Und liebe Zuschauer, wir laden natürlich auch FDP, CDU und SPD ein. Wir telefonieren auch, aber viele sagen, ja, meine Fraktion und. Aber die gehen dann lieber zum ARD-Morgenmagazin oder gehen zum Spiegel, wie Merz ja bereits ohne Zwang dem Spiegel gesagt hat, dass er ja auch mehr oder weniger ein linksdrehendes Joghurt ist. Aber das sind wir nicht. Wir wollen objektiv berichten und auch hinter die Horizonte schauen. Und deshalb sage ich danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und liebe Zuschauer, mit Nicole Höst machen wir das alle 14 Tage. Freuen Sie auf die nächste Sendung. Danke, Frau Höst. Ja, vielen Dank nochmal, Herr Weber. Das war wieder sehr spannend. Wir hätten, glaube ich, noch weitermachen können. Die Zeit ist leider schon wieder um. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, liebe Zuschauer, spannendes Thema. Ich will an dieser Stelle noch recht herzlichen Dank sagen.
Eckart, vielen Dank für deine Unterstützung. Das muss einfach mal sein. Nach Berlin, Johann, ich habe das bekommen, Bezirksamt Friedrichshain. Das schauen wir uns an, keine Frage. Und hier geht es an die Christa Katrin G. Also Christa, wir haben keine weiteren Informationen, sonst hätte ich auch mal angerufen. Danke für die großzügige Unterstützung. Und Michael J., Michael, du hast geschrieben, ich solle doch mal darauf ansprechen, dass AfD in den Gesprächen, wie die zum Krieg jetzt stehen, Ukraine, Überfall, also das, was jetzt passiert ist. Ich hoffe, das habe ich mit dieser Deutlichkeit angesagt. Aber ich muss dir sagen, Michael, ich hätte das nicht nur wegen deinem Schreiben gemacht, sondern das war mir auch ein persönliches Anliegen, das mit Nicole Hüst zu besprechen. Und jetzt bitte ich euch einfach mal, liebe Menschen, die uns schauen, auf der ganzen Welt, schaut euch den Abspann an. Mir sind die Tränen gekommen und es ist einfach so, dass ich sage, Mütter, lasst eure Kinder nicht in den Krieg ziehen. Wir haben Verantwortung. Wir haben Verantwortung, unsere Kinder zu körperlich und geistig widerstandsfähigen Erwachsenen wirklich aufblühen zu lassen. Ich sage bewusst nicht zu erziehen und hier strenge, sondern wir müssen sie aufblühen lassen. Wir müssen ihnen Stärke geben, dass sie sich von keinem Regime, von keiner Religion dieser Welt zu Extremismus oder zu kriegerischen Handlungen hingezogen fühlen. Ich sage danke für die Aufmerksamkeit. Bitte teilt dieses Video und die Unterstützung von euch. Herzlichen Dank. Die haben wir auch notwendig. Danke, sagt der Peter Weber und tschüss.